To govern a land of great peril and promise. It has suffered long from the scourge of banditry, but there is another threat, an illegitimate baron who claims the northern territories as his own. Will you prove yourself worthy of this honor, or will you perish by the traitor's steel? The traitor's steel. Leute. Wow. Ihr wisst ja, ich hype normalerweise nicht viel, aber bei dem Trailer und ihr wisst, ich habe mir das Game ja vorher schon angeschaut, da muss ich einfach mal sagen, ich freue mich sehr. 26. April 2024 soll es dann wohl tatsächlich langsam soweit sein, im Early Access Manor Lords kommt, wenn ich sie alleine sehe, wie die Gewerke dort gestellt werden. Ihr wisst, ein Game bei mir komplett ohne Realismus. Ah, ich weiß nicht. Also das wird schwierig. Das hier wird mal wieder ein Spiel, was richtig toll realistisch wird. Ich bin sehr gespannt, wie sie das mit den Kampfszenen machen, liebe Leute. Wie sie das da umgesetzt haben. Gibt auch noch so ein paar Punkte, wo ich mir denke, meine Güte, was ist denn das hier am Ende? Aber ich bin hyped wie Sau. Ihr könnt euch darauf verlassen. Da wird wahrscheinlich wieder zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt die Krone zum Einsatz kommen. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, liebe Leute, das Game. Das werde ich zeigen. Auf die eine oder andere Art. Sicherlich in Streams. Und vielleicht mache ich sogar noch ein kleines Let's Play draus. Ich bin sehr gespannt. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke.